Begriff metakulturelle Humanisation geht auf Hans Kilian zurück, einen Professor für Sozialpsychologie und angewandte Psychoanalyse. Ihm zufolge vollzieht sich die Evolution des Menschen in drei Stadien. Das Stadium der biologischen Menschwerdung heißt Hominisation. Hier stehen genetische Prozesse im Vordergrund. Das zweite Stadium ist die Humanisation. Es umfasst die Sozialisation des Menschen und sein Hineinwachsen in die Kultur um ihn herum. Das dritte Stadium wird metakulturelle Humanisation genannt und bezieht sich auf die Gegenwart. Der Mensch kann inzwischen viele Entwicklungsprozesse selbst steuern.